In der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild. Ja, wir sind weiter dabei, Pokémon Schild. Und wir sind weiter dabei, Pokémon zu fangen. Und ich würde mir hier gerne dieses Zentrum und dieses Magnetile holen. Oh, ich habe mich vergessen, hochzuheilen. Anton, bleibst du mal drin? Ein Wunderraum. Ah. So, dann gehen wir da mal nochmal ran. Anton mag nicht, ne? Amnesie. Pusht sich jetzt ein bisschen. Warte, bei dir. Oh, könnte schon. Ja, zieht er gleich wieder nicht. Moment, um die Pokémon. Jawohl. Es ist dann doch noch ins Bällchen wirft. So. Enter ist drin. So, dieses Magnetino möchte ich mal fangen und dann machen wir uns mal auf ins Dojo. Dass wir mal ein bisschen was von der Story mitbekommen, was hier so kommt. Weil ich jetzt wirklich nur die ganze Zeit Pokémon kann, wird es auf Dauer irgendwann langweilig. Und dieses Magnetilo macht gar keine Zicken. Pokémon Elektro. Da, ey. Auch erste Gen übrigens. Und da muss ich nochmal gucken, wie die Entwicklung ist. Weil ich wollte Magnesion mal irgendwann testen und deswegen, oh, das ist irgendwie das, die DM hier oben, die nehme ich mir noch gerne mit. Die hatte ich nämlich noch ein bisschen auf dem Schirm. Das ist die T26 Ausdauer. Wobei, in der Höhle war noch eine, ne? Moment. In der Höhle war noch eine, ne? War noch eine TM. TM, TP, wie auch immer. Okay, mehr wollen wir nicht. Moment, Moment. Ach, das ist so, ich tue das mal, okay. Irgendwo war noch was, was ich sehen wollte. Spritziegel, cool. Spritziegel haben wir noch gar nicht. Und ich hänge schon wieder drin im Pokémon. Ich wollte eigentlich heute das Dojo machen. So. Auch Witzige kennen wir tatsächlich aus der Story nochmal. Da hat er auch der gedroppt aus seinem Team. Und wir haben es jetzt zumindest mal gefangen. Und es ist nur vom reinen Typ Elektro. Da haben wir es drin. Es hat sich jedenfalls gelohnt bisher schon hier aufzukreuzen, weil wie gesagt hier viele neue Pokémon tatsächlich. Und als davon haben wir sogar ziehen genommen. Mit Vulvark. So, ich guck mal gerade, ob ich hier irgendwo das. Wechsel. Oh, ein Litobit. Wenn ich einfach die. Ja, das. Ja, Flipper. Oh, Flipper ist gut. Beleber. Bist du das Erz? Gucken. Wo war denn das blöde Item? Ich hab Draco. Ja, super. Ein Schadrago. Ja, damit kommt man der Sache schon mal näher. Dann hat man zumindest zwei coole Drachen-Pokémon. Auch Generation 5, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich würde bald kriegen.
Knack im Hype. Weil oh ja, und der ist drin. Aber los, 74. Und auch der Drago geht tatsächlich erstmal nur in die Box. Ich, wie gesagt, ich kann passieren, dass ich tatsächlich auch noch mir meine Gedanken mache bezüglich meiner Teamaufstellung. Und da ist tatsächlich auch ein Raid. Oh, da ist ein Item. Da ist ein Oh, das ist die Tippe 37 Verhöhner. Also Ausdauer und Verhöhner bekommen. Verhindert gegnerische Pokémon an einem Einsatz von Attacken, um den Start, dass die Statuswerte steigert. So. 200 Watt. Und die Frage ist, was haben wir hier drin? Kais Boden. Oh Gott. Weiß ich, ich wollte nicht Piondragi einsetzen. Na gut, müssen wir es machen. Dann machen wir tatsächlich den ersten 5-Sterne-Raid, den wir hier uns probieren. Was ist das für ein Ding? Kolossant. Ah, okay. Ja, ja, ja. Sag mir was. Die Frage ist, was hier. Ich gehe tatsächlich mal auf Dinner Dunkel. Weil das Pokémon von Geist ist, das ist glaube ich nur nicht, dass ich gar nicht mehr so schlecht. So, gucken wir mal. Ich hoffe, dass ich gefangen bekomme. Das ist ja cool. Haha, das sieht ja mal gar nichts ab. Okay. Es baut sich mehr Dings auf, okay. Bring ihn auch mit auf, du das Scheiße. Schutz zu kriegen. Aber wahrscheinlich dauert es so lange. Ja. Ja, nicht so viele Kräfte. Ja, was soll man denn? Was soll man denn verstehen, wenn man sich abgeht? Wir dürfen nicht 4 Pokémon verlieren, wir müssen das einfach abgeben. Aber dann hast du hier so ein. Dann hast du hier so ein Pokémon, das hier sagt, komm, ich rufe ein bisschen Amnesie ein. Ah, schon ein bisschen Leute mehr. Das hat, zieht das also wieder hoch, ne? Warum eigentlich immer auf mich? Dragi ist weg. Das ist ganz clever gemacht, die ganze drauf zu gehen.
so drauf. Du hast die ganze Zeit mit Amnesie. Was willst du denn damit? Wie zweckst du damit? Das war's. Jetzt ist es drauf hier. Was wieso passieren wird. Quasi mit dem nächsten Zug durchgehen. Oh mein Gott, hörst du mal auf mit so einer Kinderkacke. Du setzt die ganze Zeit nur Amnesie ein, nichts anderes kannst du. Hast du dich eigentlich quasi mehr oder weniger das ist ausbauen. Gott, ja, 5 Jahre jetzt 40 Minuten. Wir haben 2 Staffeln kann nochmal ein bisschen. Und ich bringe genau das die ganze Zeit die Musik ein. Einsetzt. Macht ja auch so viel Sinn in dem Raid. So, okay. Gut, dann gehen wir mal. War ja Versuch wert, mein Gott. Ja, 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 da war doch irgendwo ein Item, das ich gerade gesehen habe. Minipilz. Ah, ein Minipilz. Also, machen wir uns jetzt mal auf zum Dojo. Wenn ich noch irgendwas dazwischen kommt, weil hier ist ja schon mal. Du wirst nie in dem Alterraum, was ich fahre, und guck mal, ich bin hier. Oder was zeigt dir? Oder gefahren in Deckung, ne? Und guck mal, was du hast. Ein Datiri! Ah, wie cool. So. Gut. Ach, heiß los. Okay, das haben wir ja schon. So. Oh, ein Calamanero. Ein Calamanero. Und ich sicher. Vertigo, okay. Na, what's up? Guck mal, was wir hier doch schönes haben. Wir haben eine Tabelle. Ich möchte dich nicht gerne gefangen haben. Jawohl. Hört uns. Gut, das geht mal in der Box. Und heute, was haben wir hier? Ach, das ist diese komische Sandburg, die wir eben gerade gefunden haben. Ja. Ich komme aber nicht auf den Namen. Es ist die Vorentwicklung auf jeden Fall. Sankabu. Okay. Bodengeist. Bodengeist, die kommen jetzt gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ja. Ja. Das gehört uns.
Ich überlege gerade. Wem würde das denn passen? Boden-Pokémon. Ich nehme tatsächlich Piondragi auf dem Team. Und nehme jetzt Hakapu ins Team. Also, wie gesagt, haben wir ein Boden-Pokémon noch geholt. Eispocken. Wir brauchen tatsächlich ganz viele Pokémon. Ich warte auf ein bestimmtes Pokémon, das ich mir da ziehen werde. Die Frage ist, ob es das hier gibt. Ach, Ringgold. Okay. So, ich möchte jetzt gerne zum Dojo. Wobei das heute nicht mehr machen werden. Haben wir hier noch eine TP? Oh, das ist die Tippe 25 Psycho Shock. So, damit entwickelst du dich. Damit haben wir auch das, was wir eben gerade im Channel ein bisschen vergacht haben. Als weiteren Eintrag. Und da ist es, Kolossand. So. Gut. Ich guck mal, ob ich ein bisschen was entwickeln kann, was beibringen kann. Energieball, sehr schön. Da könnte ich mal theoretisch mit Schlaffel immer aus dem Team nehmen. Es kann jedenfalls Spukball, das ist sehr gut. So, kannst du einmal irgendwie hier ein Erdbeben oder so? Würde, kannst du dich auch lernen, wirst du Geisterattacke, okay. Sand da mal raus und wir Sand Grab mal rein. Ich sag ja, es lohnt sich tatsächlich hier um zu fahren und zu arbeiten. So, da ist noch ein Item da oben. Ich frage, ob ich da hochkomme. Das ist ein Toxer. Sieht das aus, ne? Wird aber ein Tacher sein. Ich glaube, es war ein Tacher. Sie vorsichtig. Eine Perle. Du hast schon wieder was gefunden. So, wir haben ja genug Fahrzeugköpfe. Wir können das ja ohne Ende machen. Und wir haben Shinox. Seerauch. Verstärkt Attacken vom Typ Wasser. Oh, das ist ein Simsala. Ein wahnsinnig schnelles Psycho-Pokémon und ein richtig starkes Psycho-Pokémon. Naja, hier wollen wir drauf. Auf. Super. Ist jetzt in sein Gedanken gut ein, aber seine Verteidigungswerte sind. Ah, nicht ohne. Sind schlecht, aber. Fangen, weil. Was ist denn hier? Und dann bleibt da drin. Yes! Tut mir leid, aber das Pokémon werde ich tatsächlich ins Team holen. Ich glaube, mit dem Seller macht man eigentlich fast nie was falsch. So, okay. Dodo wird wahrscheinlich meistens Kampf-Pokémon besitzen. Haben wir hier nichts wirklich Interessantes, okay.
ich noch halten. Eine Riesenperle, okay. Bevor ich das nicht verfahren habe. Hier vorne ist die Höhle. So. Und die Frage ist, kann ich hier gerade nochmal. Kann ich hier fliegen? Grußgefilde. Okay, dann fliege ich da mal hin. Und das Dojo ist ja. Okay, Abra. Ja, wir haben ja eine Weiterentwicklung schon. Gut. Dann mache ich tatsächlich hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Schiff. Und dann machen wir mal das Dojo, wenn da nicht irgendwie noch was kommt. Na gut, das gucken wir in der nächsten Folge an. Bis dann. Tschüss. Dick. Was? Dick, Dick? Ein Alola, Dick da. Cool. Herzlich willkommen zurück zum Pokémon Schild. Wir sind auf der Rüstungsinsel. Oh, Dick da. Hier steckst du also. Ha, und du kleiner Ausreißer. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Danke, dass du mein Dick da gefunden hast. Sein Aussehen unterscheidet sich von anderen Dick da, weil es halt aus Alola kommt. Da stimmt wohl, ja. In der Region. Und kann es sich aussehen von Pokémon nämlich unterscheiden, weißt du? Das ist ja mal eine Regionalform. Während meiner Reise durch Alola hatte sie mich und seinen drei goldigen Härchen einfach völlig verzaubert. Deswegen habe ich schon meine Abreise so viele von ihnen gefangen, wie ich nur konnte. Aber als ich noch einen kleinen Moment lang unachtsam war, haben sie sich alle in alle Himmelsrichtungen vergraben. Ich habe zwar meine Probleme damit, sie zu finden, weil sie sich unter der Erde verstecken. Aber ich bin stolz dafür, eine Spüren an sie zu haben. Willst du mir einen Gefallen tun und auch nach den anderen Diktar suchen? Muss ich das jetzt machen oder kommt das so nach und nach? Das habe ich nicht von dir. Mir fehlen doch ehrlich die Worte. Du hast bisher einen Monat Diktar gefunden und das bedeutet, es fehlen noch 150. Einfach sind von Finish schickst, bitte zu mir zurück. Okay, wir können tatsächlich doch weiter mit der Story machen. Weil hier wird es auch eins. Kann ich das jetzt irgendwie ansprechen oder so? Ja. Okay, es finden noch 17 Dick da. Aber wie gesagt, ich werde jetzt nicht explizit nach den ganzen Dick da suchen. Das wird halt passieren, wenn ich da mal zufällig. Aber hier? Ach, das gebraucht. Ja. Oh, ich wollte eigentlich heute nur. Na, ich mach das jetzt weiter. Ich suche da noch mit privat noch mit dem Wald auf der Insel. So. Ich lasse mich jetzt nicht mal ein, ich lasse mich nicht ablenken. Ich weiß, dass da ein Welt ist. Ich muss es nicht machen, aber ich habe mir da. Okay. Da ist der Typ, den wir ja schon hatten. Bewegen. So, jetzt ist ja die, mein Dick, mein. Jetzt so ein bisschen aufbauen. Können wir noch so Attacken haben. Psychokinese hat bestimmt gelernt. Psychoschock kriegst du noch tatsächlich dazu. So. Dann kriegst du die noch dazu. Feuerschlag. So, mal kurz mein Team wiederholen. So. Beauty. Und dann treffen wir uns auf hier den Typ wieder. Wir sind im Dojo. Oh je, da ist der neue Schüler also wieder nach Hause gegangen. Nein, das stimmt nicht. Herr Schatzo, da habe ich ihn doch so Ende lang abgeholt. Nach dem Kampf ist er völlig unvermittelt aufgebrochen. Ach, wie schade. Ich hätte mich schon darauf gefreut, dass ein neues Mitglied in unsere kleine Familie aufnehmen zu können. Haha, vergiss es. Ich bin doch immer noch da. Ja, was? Du, immer noch hier? Ist er der Neue, der uns im Dojo beitreten wollte? Ja, war der Plan. Ja. Ganz richtig, das ist er. Als er plötzlich verschwunden, hatte ich wahrlich nicht mehr mit ihm gerechnet. Welche Konfusion. Aber das ist nicht von Belang. Es ist mir eine große Freude, dich wiederzusehen. Ich freue mich auch sehr, dich wiederzusehen. Ja, war doch der Name? Ja. Irgendwie sagt mir der Name nichts. Aber es wird schon schlimm.
Ich jedenfalls heiße Enya und bin die Hausherrin des Master Dojos, während mein Mann es leitet. Aber wir sind hier alle wie eine große Familie. Du kannst mich daher einfach Enya nennen. Du Fix, was macht der denn hier? Das war doch nicht geplant. Habe ich meine Fähigkeiten an sehr etwa in Schicht gelassen. Mit der Verhandlung, dass ich der Hausherrin eine wunderschöne Klavierliege aufgetischt habe. Ja, dieser liebenswerte Sonderling ist Saverio, wie du mittlerweile schon weißt. Er hat es sich zum Ziel gemacht, Arenaleiter zu werden und trainiert dafür bei uns. Ich hoffe, dass ihr zwei gute Freunde werdet. Bitte was? Gewiss doch, auf gute Zusammenarbeit. Ach, wie unhöflich von mir. Ich kann doch einen Gast, der sicher erschöpft ist von einer Reise, nicht so lange draußen stehen lassen. Bitte komm mit dem Dojo. Ich suche einfach den leichten Schweißgeruch. Ja, genau. Okay.